Ereignis. Und wir dürfen uns freuen, dass in diesem Volksbegräbnis für Zitta, und sie hat sich gerne unterschrieben, Zitta von Österreich, so viele mit uns hier trauern und beten. Nicht in einer hinreißenden Trauer, denn wer sollte, wenn ein Leben sich so vollendet mit fast 100 gesegneten Jahren, jetzt herzzerreißend klagen, wie etwa eine Familie mit Kindern, deren junger Vater und Gatte plötzlich durch einen Unfall weggerissen wird, hinübergerufen wird. Aber es ist eine tiefe und ganz herzliche, innerste Anteilnahme, und das mag der Familie der Verewigten eine besondere, tröstliche, innere, stille Freude vermitteln, dass so viele Vertreter der öffentlichen wie der privaten Gemeinschaften, das Oberhaupt unseres Staates, die Letztverantwortlichen der Bundesländer, so viele Vertreter des öffentlichen Lebens und so viele letztverantwortlichste, höchste Autoritäten der Kirche, nicht nur unseres Landes, sondern der Nachbarländer, sich mit uns hier im Dom und, wenn sie nicht persönlich anwesend sein konnten, mit ehrlichen, herzlichen Entschuldigungen ihrer geistigen Anteilnahme und Gemeinschaft mit uns versichert haben. Das ist ein untrügliches Zeichen auch für jene wunderbare Milde und jeder Schärfe und jeder Verurteilenden und jeder auf erlittenes Unbill und auf erlittenes Unrecht bedachten Sprache und Art der verewigten Kaiserin. Dass so viele in unserem Land es erkennen, obwohl sie nur kaum 2 Jahre die Krone trug an der Seite des Dieners Gottes, Karl, obwohl sie mehr als 70 Jahre und davon lange Zeit gehindert, unser Land leider nicht hat betreten dürfen, in unserem Land mit uns lange Zeit nicht hat leben dürfen, aber eben das, dass sie so viel Kreuz zu tragen hatte von Anfang an, unter den drohenden Wolken des Krieges und der schwersten Nöte und Bedrängnisse unseres Volkes, und dann so viel Kummer, so viel Bedrängnis und doch sich von all dem nicht niederzwingen hat lassen. Dieses wunderbare Beispiel des Glaubens, der unerschütterlichen, gläubigen Hoffnung, das der Heilige Vater in seinem Telegramm, das im Brief des Apostolischen Nuntius uns übermittelt worden ist, so deutlich uns für diese Stunde zeigt. Das und all die anderen Zeichen müssen uns mit Freude erfüllen, mit Dankbarkeit. Und wir verdanken es ihr vor allem, ihrem stillen, bescheidenen, so edlen, tiefgläubigen und von keiner Unbild besiegbaren, hoffenden Seele. Sie, meine Lieben, die Sie sich hier im Hohen Dom zu St. Stephan versammeln und anderswo in
der ihnen möglichen Weise Anteil nehmen an unserer hier stattfindenden Trauerfeier, an dieser Liturgie. Sie haben sicherlich gehört, dieses einzigartige, majestätische Requiem von Mozart. Es ist würdig einer Herrscherin, einer Kaiserin. Es ist eine Interpretation des Wortes Gottes über Tod und Leben und über das ewige Schicksal der Menschen, die im Gericht bestehen können. Es ist eine einzigartige Interpretation des Wortes Gottes. Dennoch wird es uns gut tun, dass wir die frohe Botschaft, die uns der Diakon jetzt verkündete, noch ein bisschen auch mit eigenen Gedanken dankbar bedenken. Auf wen kann dieses Wort des Herrn besser angewendet werden als auf sie, die voll des Glaubens war und in ihrem Glauben bis zuletzt unerschütterlich? Auf sie trifft das beseligende, tröstliche Wort des Herrn: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt und lebt, stirbt nicht. Und auch wenn er stirbt, er wird ewig leben. Diese österliche Botschaft, so könnten wir sagen, müssen wir sagen, diese wunderbare göttliche Botschaft hat sie vorbildlich geglaubt und nicht nur in ihrem Beispiel, auch durch ihr Wort, durch das Wort, das so oft von der Hoffnung geprägt war und Hoffnung ausstrahlte, bezeugt. Das wollen wir ihr danken, das wollen wir von Gott als Gnade für uns selbst erbitten. Unvergesslich wird uns bleiben sollen und bleiben können ihr letztes ganz herrliches Interview. Ich glaube, es war Dr. Nargilla vom Rundfunk, der es von ihr empfangen konnte, gelegentlich des 90. Geburtstags. Und am Schluss dieses Gespräches hat sie ein so herrliches Bekenntnis ihres Glaubens, aber auch ihrer Zuversicht für das Leben der Völker, die einst in ihrem Reich vereinigt waren, abgelegt. Ein Bekenntnis, das wir nicht vergessen sollten, auch wenn sich längst die politischen und sonstigen Verhältnisse gewaltig verändert haben. Es ist nicht Nostalgie und es ist nicht ein Liebäugeln mit einem anderen Staat und politischen System, wenn am Schluss die beiden alten Hymnen dieser Kaiserin gleichsam zuliebe und zu ihrer Ehre gesungen werden. Und es ist nicht Untreue zu unserer Republik, denn dieser Staat, so klein er ist, hat allen Grund zu hoffen auf jenen göttlichen Beistand, den unser Volk mehr als 1000 Jahre empfangen durfte. Und sie ist in gewisser Hinsicht ein Wort, ein lebendiges Wort der Hoffnung für uns
Und was sie vor fast sieben Jahren gesagt hat, wir sehen schon, wie es sich erfüllt und wie viel Gutes sich überall regt, wenn wir nur die Zeichen der Zeit verstehen und großmütig alles tun, um die Gemeinschaft unserer Völker und auch die innere Gesundung unseres Landes, der Menschen bei uns im Auge haben. Und sie kann nur kommen aus der Gnade Gottes und aus der Treue seinem Wort gegenüber. Und je größer Gott für uns wieder wird, desto größer wird die Herrlichkeit unseres Volkes und wird der innere Friede zu einer Kraft, zu einer Trostquelle und zum Heil auch für die anderen Völker sein, mit denen wir durch unsere Geschichte im Glauben verbunden sind und durch unseren Respekt und ehrliche Anerkennung der Menschenwürde, weil wir sie im Glauben und im Licht Gottes sehen, verbunden sind und zu allem bereit sein mögen, zu helfen, dass auch wir empfangen dürfen. Ich möchte mir erlauben, meine Lieben, ohne jeden irgendwie nur scharfen Seitenblick oder gar Verweis eines hier von mir aus zu widerrufen. Dieses Begräbnis ist nicht ein Begräbnis unserer Geschichte. Diese unsere Geschichte lebt und sie kann nicht sein ein Baumstamm, dessen Wurzel fast 2000 Jahre zurück in der Zeit liegen. Ein Baumstamm, den man eben in der Mitte gleichsam um vielleicht einen Meter abschneidet und neu dann zusammensetzen will. Nichts kann begraben werden von dem vielen, vielen Edlen, Guten, von der vielen, vielfachen Liebe und Treue und von all dem Guten, das die Menschen unseres Landes begabt durch die Gaben Gottes und der Natur getan, gegeben haben. Wir glauben und sollen glauben an die Geschichte, die auch Heilsgeschichte unseres Landes ist. Und so wie es die verewigte Kaiserin zum Schluss ihres Interviews gesagt hat, ich bin davon überzeugt, dass dieser ganze große Donauraum mit seinen Völkern weiterhin im Schutz Gottes stehen wird. Und es ist schön, und ich möchte es mit besonderem Dank an die Familie jetzt vermerken, dass auf dem kleinen Doppelblättchen zum Andenken der Verewigten dieses wunderbare Bild von Maria Zell, von der Magna Mater Austria, von der Magna Regina Hungarie und der Mater Slavorum steht. Die Bischöfe dieser Länder, die bei uns sind, sie mögen mit Zuversicht dieser himmlischen Fürsprecherin und Schutzfrau Maria ihre wunderbare Berufung den Völkern zu einem neuen Glauben und der Kirche zu neuer Kraft zu verhelfen, von Gott her ihre innerste Zustimmung und Freude schenken. Und wir, die wir für sie beten, für diese liebe, gute, treue Dienerin des Herrn, wir wollen zugleich auch mit Zuversicht, wir dürfen es ja,
erhoffen, dass sie hier auf Erden eine so gute Mutter auch uns allen, wenn ihr Gott sein Wort einlösend schenken wird, das ewige Leben, die Auferstehung, die er selber ist. Er, wenn er ihr das schenkt, dann möge sie unser umso mehr weiterhin gedenken. Nun kommen die Fürbitten in verschiedenen Sprachen. Fürbitten, die von Angehörigen der Familie gesprochen werden. So sieht es jedenfalls das Protokoll vor. Lasst uns zu Gott, der das Flehen seines Sohnes in Gnaden erhöht hat, in dieser österlichen Freudenzeit umso inständiger bitten, dass er auf unsere Niedrigkeit schaue, unsere Gebete gnädiger höre. Für unseren heiligen Vater und die Oberhirten aller unserer Länder, dass Gott ihnen Kraft und Trost in ihrem Amte schenken möge. Christus, höre uns. Christus, höre uns. In Tschechisch für die Versöhnung und den Frieden der Völker im Donauraum. Christus, höre uns. Christus, höre uns. In Ungarisch. Christus, höre uns. Hogy újra eljárnék a hitnek, a reménynek és a szeretetnek kegyelmét. Krisztus, höre uns! Krisztus, höre uns! Gospodine, udjeli svim vladama našich zemalja, Herr, gib allen Regierungen unserer Länder, dass sie mit Weisheit und Einsatz ihrer Kräfte die Staaten und Völker lenken. Christus, höre uns! Kroatisch, dass alle, die nach ihrem Gewissen aufrichtig leben, vom Heiligen Geist erleuchtet in Christus die volle Wahrheit finden. In Polnisch, dass Gott das Lebensopfer unseres Kaisers und Königs Karl gnädig annehme. Christus, höre uns. In Italienisch, für unsere heimgegangene Kaiserin und Königin Zita, dass Gott ihr die ewige Freude schenke und dass ihr tiefer in leidvollem Schicksal durchlittener und vollendeter Glaube auch uns helfe, in die Heimat im Himmel zu gelangen. Aiuti anche noi a raggiungere la patria celeste. Christus, höre uns. Denn Gott, du weißt, dass das Leben der Menschen in vielfacher Weise dem Leiden unterworfen ist. Höre auf die, die dich sehnsüchtig anrufen und nimm die Gebete deiner Gläubigen an. Durch Christus, unseren Herrn. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Man hat sich also im letzten Augenblick doch entschlossen, die von Angehörigen der Familie formulierten Fürbitten nicht von diesen selbst vortragen zu lassen, sondern von Pater Swietbert Seidel, der einfach von der ersten bis zur letzten Fürbitte die Lesung aller dieser Fürbitten übernommen hatte. Thank you.
oremus. Nostris Domine propitiare munieribus, ut famula tua cita assumatur in gloriam cum filio tuo, cuius magno pietatis jungimur sacramento. Herr unser Gott, schau gütig auf unsere Gaben. Nimm deine Dienerin Zita auf in die Herrlichkeit deines Sohnes, mit dem auch wir durch das große Sakrament der Liebe verbunden sind. Dominus vobiscum, et